Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum ersten Gottesdienst im Mai. Hier in der Sonnhalde, drüben im Krankenhaus und wo auch immer Sie uns über Sonnhalde TV verbunden sind. Ja, der Mai ist ein ganz besonderer Monat. Der 1. Mai wird ja auch besonders gefeiert. Wir haben das hier in der Sonnhalde ja auch wunderbar feiern können mit Kaffee und Jazzmusik und ich freue mich, dass ich auch eine Runde dabei sein konnte. Der Mai hat auch verschiedene Namen. Man nennt ihn den Wonnemonat oder einen lieblichen Monat und er wird viel besungen in Volksliedern und im Kirchenlied. Und am kommenden Sonntag feiern wir in der evangelischen Kirche den Sonntag Cantate, das heißt singet. Und deshalb habe ich gedacht, wir werden heute einmal Mailieder singen und uns von ihnen etwas sagen lassen auf vielfältige Weise. Und deshalb freue ich mich sehr, dass heute Bernhard Müller, unser Bezirkskantor in Ruhe aus Neuenburg, der gleich hier in der Nähe wohnt, da ist und mit uns diese Mai-Musik heute gestalten wird. Ich habe es gerade schon gemerkt, das Vorspiel haben manche schon erkannt. Es war ein bekanntes Mai-Lied. Nein? Also ich glaube, die gleiche, ähnliche Melodie, aber Sie haben mitgesungen. Alles Neue macht der Mai, macht die Seele frisch und frei. Genau. Ich habe Ihnen auch ein schönes Liedblatt mitgebracht mit einem Maiglöckchen drauf. Das können Sie dann noch mitnehmen, ein Maiglöckchenstreusle, das nicht verwelkt. Echte hatte ich leider keine, aber das Bild hier ist mindestens genauso schön. Und da sind auch alle Mailieder drauf, die wir heute miteinander singen. Nicht in der richtigen Reihenfolge, weil das ging aus drucktechnischen Gründen nicht. Aber ich sage Ihnen immer genau, welches Lied es ist. Sie werden es dann schon finden. Und wir fangen an mit dem ersten Lied. Und wir begrüßen den Monat Mai, so wie wir das im Schwäbischen immer tun, wenn wir jemanden begrüßen. Nämlich wir sagen, grüß Gott zu diesem Monat. Grüß Gott, du schöner Maien. Das ist das erste Lied, das wir miteinander singen. Und es ist innen in dem Liedblatt hier unten auf der Seite. Hat zwei Strophen. Schön, dass wir wieder so miteinander singen dürfen und Ihnen die alten Lieder auch noch vertraut sind. Ebenso wie der Psalm 23, den wir jetzt miteinander beten. Er hat nicht mehr auf das Liedblatt gepasst, aber bei vielen von Ihnen ist er im Herzen und ansonsten hören Sie einfach zu. Lassen Sie uns miteinander beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, auch unser Gesangbuch bietet ein Mai-Lied. Es ist das einzige Lied im Gesangbuch, das nach einem Monat benannt ist. Und deshalb müssen wir das natürlich unbedingt heute singen. Wie lieblich ist der Maien? Es ist das Lied auf der Rückseite des Liedblattes. Und wir wollen uns nachher in dieses Lied noch ein bisschen vertiefen. Lassen Sie es uns jetzt zuerst miteinander singen. Liebe Gemeinde, ja, jetzt im Mai ist die wiedererwachte Lebensfreude überall zu sehen, zu hören und zu spüren. Draußen in der Natur und bei uns. Martin Behm hat dieses Mai-Lied vor über 400 Jahren gedichtet und er würde sich sicher sehr freuen, wenn er wüsste, dass wir es heute immer noch singen. Martin Behm war Pfarrer und Lehrer in Laubern in der Oberlausitz. Das ist ganz im östlichen Zipfel Sachsens, ein gutes Stückchen östlich von Dresden. Martin Behm war ganz begeistert von dem, was er in der Natur draußen
gesehen und gehört hat. Aber er hat auch in seinem Herzen gespürt, dass Gottes Güte hinter aller dieser Schöpfung steht und alle Kreatur und der Mensch von dieser Güte Gottes lebt. So ist sein Mailied wie ein Gebet und erinnert an den Schöpfungspsalm 104 in der Bibel. Dort heißt es: Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Ich habe mir überlegt, für jede Strophe dieses Liedes etwas mitzubringen. Und Sie sehen schon, hier vorne habe ich einen Vogel, einen kleinen Spatzen und ein Schäfle, ein Schaf. Genau, das passt auch schon gut zum 23. Psalm vorher, aber natürlich in diesem Lied ganz besonders, weil es heißt, die Tiere sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid. Das sind ja die Osterlämmer, genau, die man jetzt auf den Weiden manchmal springen sehen kann. Und den Vogel habe ich dabei, weil es heißt, die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud. Vielleicht merken Sie das ja auch manchmal morgens jetzt schon, dass ganz früh die Vögel schon zwitschern und sobald man das Fenster aufmacht oder es einem jemand aufmacht am Morgen, hört man die Vögel schon zwitschern, bevor man überhaupt aufgestanden ist. Und in manchem Busch und in manchem Baum ist gerade ein großes Gezwitscher. Das lässt darauf schließen, dass es da ein Nest gibt. Also der Vogel und das Schaf. Das zweite, was ich dabei habe heute, ist dieses schöne Bild von einer Apfelblüte und dazu auch einen echten Apfel. Den lege ich jetzt wieder direkt davor, denn die kommen ja auch in unserem Lied vor. Nicht dezidierte Apfel, aber ich habe eben dieses Beispiel genommen. In unserem Lied heißt es, die blüht zur Frucht vermehre, lass sie ersprießlich sein. In der Natur gibt es eine verlässliche Ordnung. Zuerst kommt die Blüte, dann kommen die Bienen zur Bestäubung und dann wächst daraus eine Frucht. Zurzeit blühen in unserer Gegend ja gerade die Obstbäume. Die Kirschen und Birnen sind fast schon verblüht, aber die Apfelbäume kommen gerade mit ihrem zarten Rosa auch in unserem Garten. Welche Freude und welche Pracht jedes Frühjahr. Aber dann gibt es da auch die Gefahren. Mehltau, Frost, Reif und Schloss heißt es in unserem Lied. Schloss ist das alte Wort für Hagel. Man sagt ja auch manchmal noch die Schlossen. Und am 1. Mai hat es tatsächlich auch ein bisschen gehagelt. Just als wir gerade die Sonnhalde verlassen wollten am 1. Mai, kamen einige kleine Hagelkörner hier runter. Uns haben die nichts ausgemacht. Aber wenn die natürlich voll in die Obstbäume treffen und richtig kräftig kommen, dann können die auch alle Hoffnung dieser Blüte zunichte machen. Für uns heute ist das ärgerlich und schade, wenn eine Obsternte ausfällt. Und es ist in den letzten Jahren ja ein paar Mal passiert, dass eben noch so späte Nachtfröste kamen und es dann wenig Obst gab. Aber für die Menschen vor 400 Jahren, als unser Lied gedichtet wurde, da bedeutete die ausgefallene Obsternte oft eine richtige Hungersnot. Denn die Menschen konnten sich damals noch nicht so gut behelfen wie wir heute mit Obst aus anderen Gegenden, mit eingemachten oder mit Tiefkühlobst. Aber genau wie das Leben der Natur liegt auch das Leben der Menschen in Gottes Hand, mit allen Freuden und allen Gefahren. Davon erzählt die dritte Strophe, in der der Liederdichter ins Innere des Menschen, in das Herz blickt.
Da heißt es: Herr, lass die Sonne blicken ins finstere Herze mein, damit sich's möge schicken, fröhlich im Geist zu sein. Und für diese dritte Strophe habe ich dieses finstere Herz dabei. Auf diese Idee mit dem schwarzen Herzen haben mich vor einigen Jahren meine Zweitklässler gebracht. Mit denen habe ich ein Plakat zu diesem Bild gemacht und die haben tatsächlich auf dieses Plakat so kleine schwarze Herzen gemacht für das finstere Herz. Ja, manchmal ist nicht nur die Obsternte gefährdet, auch wir Menschen sind es. Das finstere Herz steht für den inneren Seelenzustand, für die Angst, für die Sorge, für die Einsamkeit und Unsicherheit, für Krankheit und Not. Da braucht es Gottes Liebe und Güte, wie eine wärmende Sonne, damit die Finsternis vertrieben wird und die Lebensgeister wieder erwachen und das Herz wieder hell und weit wird. So wie es meine Zweitklässler damals auch gemacht haben. Aus dem schwarzen Herzen wird dann ein rosanes Herz, voller Freude und voller Leben. Herr, lass die Sonne blicken ins finstere Herze mein, damit sich's möge schicken, fröhlich im Geist zu sein. Schafe und Vögel, Blüten, Obst und das Herz. So führt die Naturbetrachtung zum inneren Seelenzustand und mitten in unseren Alltag hinein. Und davon erzählt schließlich die vierte Strophe. Mein Arbeit hilf vollbringen zu Lob dem Namen dein und lass mir wohlgelingen, im Geist fruchtbar zu sein. Ich habe lange gesucht, was für einen Gegenstand ich für diese Strophe mitbringen könnte. Ich habe keinen gefunden, aber ich habe gefunden, wir alle sind der lebendige Gegenstand für diese Strophe, alle, die wir hier so da sitzen. Und sie brauche ich ja nicht mitzubringen, Sie und ich und der Herr Müller und das Kamerateam und das Gottesdienstteam, wir sind ja alle da. Diese vierte Bitte ist die Bitte an Gott, dass unsere Arbeit im Alltag ein Lob für Gott sein soll. Das heißt, bei allem, was wir tun oder lassen, sollen wir uns so verhalten, dass unsere Arbeit Früchte trägt. Diese Früchte kann man nicht so sehen wie einen Apfel. Aber man kann sie auf vielerlei Weise erleben und spüren. Das gilt nicht nur für berufstätige Menschen, denn sonst könnten Sie ja sagen, die vierte Strophe geht mich nichts an. Nein, diese Früchte, die gelten für den Alltag aller Menschen. Und ich denke da zum Beispiel an die Frucht der Freundlichkeit. Der Freundlichkeit im Umgang miteinander, auch wenn das Verstehen manchmal schwerfällt und mit der Maske war es ja wirklich manchmal sehr schwer. Ich denke an die Frucht der Geduld. Wenn jemand etwas immer und immer wieder erzählt und wir trotzdem zuhören. Ich denke an die Frucht der Fürsorge hier im Pflegeheim und in der Klinik, auch wenn das Personal müde und überlastet ist. Ich denke an die Frucht der Freude über einen Anruf oder einen Besuch oder auch nur ein freundliches Gesicht, das man jetzt ohne Maske sehen kann, oder auch den schönen ersten Mai-Nachmittag, den wir hier in der Sonnhalde miteinander gefeiert haben, mit Kaffee, Geselligkeit und Musik. Und vielleicht fallen Ihnen ja noch mehr solche Früchte in unserem Alltag ein. Wie lieblich ist der Mai aus lauter Gottes Güte. Ich wünsche Ihnen mit diesem uralten Mai-Lied jetzt im Mai 2023. Freuen Sie sich über die schönen Dinge im Leben, nicht nur im Mai. Und lassen Sie sich anstecken
von der Zuversicht auf Gottes Kraft, auch in finsteren Zeiten, dass aus dem finsteren Herzen immer wieder ein rosanes Herz werden kann. Und stimmen Sie miteinander ein in den Dank an Gott für die Blüten und die Früchte aller Art in unserem Leben. Amen. Das nächste Mailied, das wir miteinander singen wollen, ist: Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Das ist in der Innenseite Ihres Liedblattes hier das lange Lied auf der linken Seite. Auch da gibt es zuerst eine Naturbetrachtung und dann ein Blick nach innen. Es geht um die Familie, es geht um Heimat und nicht zuletzt um das Gotteslob. Lassen Sie uns dieses Mailied jetzt miteinander singen. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Die Mailieder sind voll von tiefsinnigen Gedanken. Wie schön, dass wir sie heute so miteinander singen können. Jetzt wollen wir miteinander beten. Gott, wir danken dir, dass du Pflanzen, Tiere und uns Menschen wunderbar geschaffen hast. Du schenkst uns die Zeit des Blühens und des Wachsens. Du lässt Früchte wachsen und begleitest die Zeit des Welkens. Wir bitten dich, lass deine Sonne der Liebe und der Güte in unser Herz und unseren Alltag scheinen. Hilf du uns, wo unsere Kräfte schwach sind und wir mutlos werden. Dir vertrauen wir, nicht nur im Mai. Amen. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und in unser Gebet schließen wir auch ein, Frau Heidi Prang aus dem Wohnbereich 1, die seit April hier im Haus lebte und am 29. April verstorben ist. Du kamst, du gingst mit leiser Spur, ein flüchtiger Gast im Erdenland. Woher, wohin, wir wissen nur, aus Gottes Hand, in Gottes Hand. Amen. Herzlichen Dank an Sie alle, dass wir diesen wunderbaren Mai-Gottesdienst so miteinander feiern konnten. Dass Sie so zahlreich da waren und so zahlreich eingestimmt haben in die alten Mai-Lieder. Herzlichen Dank, Herr Müller am Klavier, dass er uns durch diese Mai-Lieder begleitet hat. Eins haben wir noch, denn so ganz alleine wäre es schwierig gewesen. Wir haben auch schon lange nicht mehr so ohne Konserve gesungen. Und deshalb ist es wunderbar, dass wir das heute so machen konnten. Und ich freue mich auf weitere Gottesdienste mit Herrn Müller, wo wir dann miteinander wieder singen können. Herzlichen Dank auch dem Gottesdienst-Team fürs Holen und Bringen von Ihnen allen, dass Sie wieder sicher nachher in Ihr Zimmer kommen. Danke natürlich auch den Herren an der Technik, dass wir manche Dinge so schön in den Blick nehmen können und vor allem auch hören. Ich wünsche Ihnen jetzt allen einen schönen Mai. Nach dem Segen singen wir dann das letzte Mai-Lied, das auf unserem Blatt noch übrig ist. Es ist das erste, wenn Sie das Blatt aufschlagen. Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün. Das ist eigentlich als Kunstlied ursprünglich geschrieben worden, also nicht als Volkslied. Deshalb hat es so ein bisschen eine künstlerische und ein bisschen schwierigere Melodie. Aber es ist ja trotzdem ein bekanntes Lied und wir haben ja auch gute Sängerinnen und Sänger hier. Und außerdem hat Wolfgang Amadeus Mozart persönlich uns die Melodie zu diesem Lied geschrieben. Deshalb wollen wir das als Nachspiel nachher nach dem Segen miteinander singen. Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün. Gehen Sie jetzt in diesen Mai mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün. Komm lieber.